Hallo und herzlich willkommen zu 2G1B. Two guys, one bag. Wir haben es heute geschafft, liebe Freunde. Ihr seid hier beim Wettinformat angekommen. Hier am wunderschönen Dienstag und heute lösen wir auf. Heute geht es um Adrian, der versuchen möchte, durch ein Labyrinth von Mausefallen sich durchgreifen möchte, um dann einen Cent, um unmenschlich viel Geld zu ergattern, wird er nun diese Reise auf sich nehmen. Jetzt ist er gefragt, schafft er es oder schafft er es nicht? Mit verbundenen Augen innerhalb von 30 Sekunden ein Centstück, was irgendwo auf einer der Fallen platziert ist, zu finden. Und kommen wir nun zur Abstimmung. Er schafft es nicht. 15.000 Leute von euch haben quasi mit für mich hier gestimmt. Mit mir gestimmt. Und nur schlappe 5.000 waren auf Xinglings, Wang Tongs. Wang Tongs? Dafür erstmal ein Stück Banane. Bestrafung heute, wo sich die Gemüter von euch da draußen wieder gespalten haben, war natürlich ein Schlag in den Magen, oder wie Cheng meinte, ein Milzpuncher oder was hast du gesagt? Ein Milzentferner. So möchtest, da geht die Milz drauf. Ja gut, aber wir haben ein ganz kleines Problemchen, leider, mit dem wir uns befassen müssen. Den Penis? Wette. Schon bereit? 3, 2, 1, go. Nice gemacht schon mal. Oh. Yo. Ist richtig geil gemacht. Fuck. 10. 5. Ja! Ohne Witz! Ohne Witz nach 3. Was geht denn? Egal, wer jetzt gesagt hat, dass ich es nicht schaffe, du bist am Arsch. Ah, scheiße, Mann. aber Moment, 15.000 von euch haben auch gesagt, ne, waren auf meiner Seite. Das heißt, ihr müsst auch die Bestrafung mitmachen. Was so viel bedeutet wie, wir werden jetzt Rafa zu allen euch nach Hause schicken. Jo, stell dir vor, Rafa findet alle Adressen und puncht in so jeden ein. Übrigens, zu euch allen nach Hause schicken, nicht allen euch, aber es ist zu wenig Banane heute. Im Arsch, glaub ich. Ja, aber erstmal, Adrian, danke für die Wette. Sehr kreativ, sehr schön umgesetzt. Wir kriegen auch oft Wetten rein, die sind, glaube ich, nicht mal mit einer Kartoffel mehr gefilmt, sondern mit irgendwas nochmal darunter, wo man das halt einfach, das geht nicht. Aber sehr schön hier. Danke dir, du hast hier 100 Franken heute gemacht und ich würde sagen, wir kommen direkt. So, liebe Leute, ich freue mich natürlich extremst, dass mal wieder der Punch an mir vorbei, an meiner Milz vorbei, in deine Milz reintreffen wird. Schauen wir doch mal, wer am Schlüssel ist für die Bestrafung ist. Okay. Wir waren gerade auf dem Weg zu Rafa. Der Rafa ist heute nicht da. Eigentlich war das geplant, dass wir das früher drehen. Wir haben es aber vercheckt. Und der Jingole geht da jetzt auch mittlerweile mal pumpen und sieht auch sehr krass aus. Liebe Freunde. Damit ihr einen Vergleich habt, hier nochmal ein Bild von Rafa. Und so sieht mittlerweile Jengis aus. Das hier ist der Pop. Okay, André, hör auf den jetzt zu drücken, du kriegst auf die Fresse. Ja, los. Okay, Cheng in meiner. Ja, du meinst! Wir fangen an mit Cheng. Hey, Freunde, der Schlag kommt jetzt, ich muss erst aufladen. Also, Cheng ist 4 hin, ne? Ja, okay. Okay, es geht los. 3, 2, 1. Kein Problem. Was? Denk an die Pferdescheiße. So, jetzt! Hier, Freunde, muss mein Ski sammeln, damit ich meine Lebensenergie hier bündel. Ich bin ja so ein Lauch. Alter. Dann erhalte nun den Schlag des weißen Tigers. Warte mal, warte mal! Liebe Freunde,
das war Teufel für Harry. Ja, ihr wisst eh Bescheid. Abonniert, ihr Schlingel. Drückt endlich auf Abonnieren drauf. Schreibt Bestrafung rein. Bis wenn ihr nicht abonniert, schlage ich euch in den Magen. Jo, jeder sagt, ich hab den einen Satz hier.